Ja, das war gerade eben die Post, die geklingelt hatte. Und da ging es darum, ein Paket zu nehmen. Verdammt, wo war der Eingang? Hier konnte ich durchaus rein. Nee, da bin ich nicht rein. Ach, genau da unten. Verdammt, das war die falsche Richtung. Das war hier lang. Brauchst du dich ja nicht zu wundern, wenn du den Weg nicht mehr findest. Ich bin mir da nicht ausgeleuchtet. Jetzt muss ich ein Teil der Level habe ich jetzt wieder. So, Moment mal. Erstmal auch hier ein bisschen ausleuchten, damit ich sehe, wo ich uns hin verteilt habe. So, also anziehen. Das ist gut, ein bisschen angeschlagenes Zeug. Dann ist das Schwert wieder dahin. Ja, das andere Schwert ist halt am Arsch. Karotte ist okay, Kohle kann da hoch, Kohle dahin, dahin, Spitzhacke dahin, die andere Spitzhacke hierhin, Steinspitzhacke, nee, Steinspitzhacke dahin, ne? Und dahin. Halb kaputter Bogen. Ja, ich hoffe mir die Aufnahme läuft, sonst reg ich mich auf. So. Ja, das ist technisch haben wir noch alles. So, Monster jetzt wieder an. Das war extrem scheiße, dass da von da oben so ein Haufen Monster runterkam. Ich gebe dir die Gelegenheit, da wieder zu spawnen. Ich will ja nicht, dass es langweilig wird hier. Aber... So, darüber. Zu. Oh, da mal Gold. Ich glaube, das brauchen wir eine Eisenspitzhacke. Vielleicht immer so sicher. Ja, zwei Gold ist ja auch ein bisschen enttäuschend. Naja. Dann gibt es halt kein Gold mehr, ist mir auch egal. Also das war schon...
ein bisschen scheiße. Alter, wie. Von wo über hier die Viecher angescheißert kommen können. Ja, es ist halt ungünstig gewesen, dass ich kein Schwert gerade zur Hand habe. Eigentlich noch genug haben. Eisenkohle? Nee. So. Kinder hier. Ich habe nicht keine Lust nochmal zu verrecken. Also. Also das ist das doch wohl. Also. Merkel, da kommen wir nicht raus. Okay, das ist auch noch weiter. Ja, will er doch nicht. Ja, der nächste Lava See. Kenn ich das? Ach, hier schon mal. Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Ich glaube, ihr erinnert euch auch noch daran. Das Begrüßungskomitee von damals war auch noch da. Ja, genau. Das ist wahrscheinlich angesichts dieses nostalgischen Besuchs zurückgekehrt. Alter. Kinder, Kinder, also. Ich lege kein weiteres. Kein. Alter. Werte darauf. Nochmal drauf zu gehen. Ihr seht ja vor allem, wie scheiße es ist, da jedes Mal sein Inventar wieder suchen zu müssen. Nächster Lavasee. Schön. Oh, Lapis. Ja, aber das brauchen wir ja auch nochmal verzaubern können. Na, ich gehe mal wieder. Wobei, ich könnte ja zum Abschied mein Wasser immer da lassen. Ja.
Hat zwar den Nachteil, dass ich hier jetzt auch ausleuchten muss, aber auch einen ganz entscheidenden Vorteil, dass mich jetzt kein Skelett mehr in die Lava schubsen kann. So. Also. So. Also, das ist da drüben. Da hinten ist der Redstone. Ja. Scheibenplatzen. War ja auch irgendwie logisch. Irgendwie war das ja abzusehen, aber wir haben immer gut, wir haben zwei Lapis. So. Ah, okay. Das ist draußen. Ich hab schon wieder, was das für komische Geräusche sind. Ja, schön, Herr Creeper. Nur bringt ihm nichts. Löschen Lava, weil es ist halt extrem unpraktisch, wenn man da nicht einfach mal, ja, kalten Fußes schon fast rüberlaufen kann. Also ich jedes Mal davon in 8 Minuten die Sau, dass einem hier nicht irgendwie Lava gegrillt. Geheilt werden, ein bisschen hochgehalten. Ups, hey, da unten noch mehr Lapis. Läppisches Lazuli. Oh, so ein Lapis wieder. Wo mag das nur hinführen? Extrem unpraktisch das Ding. Ach, da ist noch mehr Redstone, wie schön. Na, scheiß doch die Wand an hier. Ja, vielleicht doch lieber nichts, es gibt so eine eklige Sauerei hier. Aber. Oh, das ist eine Fritze. Wir können jetzt mal eigentlich einen Kompass craften. Genau, das machen wir mal. Dann machen wir das mal dahin. Der Werkzeug dahin. Dann haben wir ja Gott sei Dank dabei. Na, das Quest gescored reicht leider noch nicht aus für den Kompass, aber meine Linie hat mir jetzt ein Inventar. Weil so ist das nicht so ganz nützlich, nicht dieser Kompass. Wir wollen ja momentan irgendwie raus. Alter Scheiße, ich bin wieder fast verreckt hier. Ein bisschen Leuchtung durch Lava ist immer gut, aber so zwei, drei Spots hier ist nie schlecht, aber wenn mit der Fläche noch unbeleuchtet ist, dann ist der Ruckzuck verreckt. Mal eine Frage, welches Level sind wir hier? Level 11, also hier könntest du theoretisch auch Diamanten nehmen. Also hoffe ich jetzt auch mal.